Es waren die Friedrich-Festspiele in Altenberg. Der Jubel entsprechend groß. Francesco Friedrich hat es einmal mehr allen gezeigt. Nach dem Sieg im Zweierbob gewinnt er auch in der Königsklasse. Zum ersten Mal in seiner Karriere steht der Mann aus Pirna nach einem Viererbob-Weltcuprennen auf Position 1. Im ersten Lauf noch Dritter erwischt er im zweiten Durchgang eine richtig gute Fuhre. Obwohl Perfektionist Friedrich findet immer etwas. Oben hat es nicht ganz so gestimmt, das war ein bisschen schade. Die Kurvenkombination 3, 4, 5, 6 war so ein bisschen wackelig, aber der Rest hat dann gut gestimmt und wir haben die Linie gut getroffen und deswegen hat es heute gereicht, endlich. Der Sieg im Viererbob, er ist auch auf der Heimbahn alles andere als selbstverständlich. Mit Martin Grotkopp und Candy Bauer fielen kurz vor dem Saisonstart zwei wichtige Anschieber verletzungsbedingt aus. Ein Weltmeister ohne Crew. Doch die Not ist für manchen auch eine Chance, so wie für Jannis Becker. Seit Olympia 2014 absolvierte der Anschieber keinen echten Wettkampf mehr. In Altenberg durfte er zwangsläufig mit in den Vierer und dann dieses Comeback. Ich habe schon oben zu den Jungs in der Kabine gesagt, als wir nach dem ersten Lauf auf Platz 3 lagen, habe ich schon gesagt, mehr als ein Podium habe ich mir gar nicht gewünscht zum Comeback. Wäre natürlich schön, noch weiter vorzufahren, aber dass wir es wirklich schaffen gegen Nico und Max, wirklich super Viererfahrer, da nach vorne zu kommen, das hätte ich mir nicht träumen lassen. Und so ist es natürlich super schön, beim ersten Weltcupsieg von Francesco im großen Bob dabei sein zu dürfen. Mit Jannis Becker begann der Erfolg für Francesco Friedrich. 2013 wurden sie gemeinsam Zweierbob-Weltmeister. So etwas schweißt zusammen. Auch weil der Ältere, Jannis Becker, auf den Jüngeren hört. Er hat noch die Kleinigkeit, die ich ihm nach dem ersten Lauf gesagt habe, perfekt umgesetzt. Also sich noch ein bisschen mehr über mich drüber lehnt, dass wir weniger im Wind steht. Und es hat halt einfach dann gepasst. Der zweite Neue im Bob-Team Friedrich passte ebenfalls. Martin Putze sitzt eigentlich bei Maximilian Arndt im Schlitten, doch jetzt hilft er bei Francesco Friedrich aus. Das hat einfach gepasst. Wir hatten zwar nur zwei Trainingsläufe, das war für Martin Putze ein bisschen schwierig, weil er noch nie auf der Seite eigentlich so richtig eingestiegen ist. Er ist sonst der Stamm-Vierer-Mann hinten bei Max Arndt auf dem Schlitten. Aber er hat es richtig gut umgesetzt und es hat halt einfach heute gepasst. Und so zeigt Francesco Friedrich, dass in dieser Saison mit ihm zu rechnen ist. Die Siege in Altenberg sind für den 25-Jährigen Benzin im Tank. Gas geben, angreifen, Erster sein. Wir sind sehr zufrieden und sehr glücklich, dass es heute hier geklappt hat vor unseren Fans, die wieder extra aus Pirna hier hochgefahren sind bei dem Wetter. Ja, und dann müssen wir gucken, wie es weitergeht. Nächste Woche ist wieder voll auf Angriff. Nächste Woche ist wieder ein neues Rennen. Nächste Woche ist wieder alles anders vielleicht. Und im Endeffekt wird hinten die Ente fett. Zur WM ist alles entscheidend und bis dahin sind noch 2,5 Monate. Nächste Woche macht der Weltcup-Zirkus in Winterberg Station. Dort wurde Francesco Friedrich im Februar Zweierbob-Weltmeister. Auch diese Bahn liegt dem Champion.